Einen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sollte es werden. Und damit konnte Deutschland am vergangenen Wochenende auf Seebrugg in Oberbayern schauen. Denn die Firma Regnauer Hausbau lud erstmalig zum Passivhausgipfel und zur Diskussion über den Energiewandel im Bereich Hausbau. Regnauer Hausbau arbeitet bereits in der dritten Generation. Engelbert Regnauer, Seniorchef des Unternehmens, betonte die große Herausforderung, energetisch sinnvolle Häuser zu konzipieren. Eine der Innovationen sollte an diesem Tag noch eröffnet werden. Ehrengast beim Passivhausgipfel in Seebrugg war der, der am heutigen Tage auch das Thesenpapier der Branche mit nach Berlin nehmen soll, der Bundesbauminister Peter Ramsauer. Verbraucher und Wirtschaft benötigen verlässliche Definitionen der Energiestufen. Die EU schreibt ab 2021 vor, dass alle Neubauten nahezu auf dem Niveau von Null-Energiehäusern gebaut sein müssen. Die Richtlinie müsse nun umgesetzt werden. Im Fokus liege die Gebäudehülle. Hier müsse die Politik Prioritäten setzen. Und da gehe Wärmedämmung vor technischer Ausrüstung. Durch die Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt empfehle sich Holz als Baustoff. Es wächst nach. In Bäumen wird dauerhaft Kohlenstoff gespeichert und Sauerstoff freigesetzt. Ich bin froh, dass wir solche Unternehmen auch haben in diesem wichtigen Bereich des Klimaschutzes, des Umweltschutzes und all dem, was sich hinter der Energiewende, hinter diesem Begriff verbirgt. Eine große Verantwortung für Klima- und Umweltschutz und auch für die Energiefrage fällt der Hausbaubranche zu. Das betonte Dirk-Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Deutscher Fertigbau. Und deshalb ist im Rahmen der Energiewende unser Hausbaubeitrag ganz besonders wichtig, denn, meine Damen und Herren, 40% des Energiebedarfes, der hier in diesem Land produziert wird, werden von und für Gebäude verbraucht. Doch voran ging die Wissenschaft, die schon längst vor der Energiewende ihre Hausaufgaben gemacht hat. Dr. Wolfgang Feist leitet das Passivhausinstitut in Darmstadt. Sinn mache Wärmedämmung, jedoch müsse sie wirtschaftlich sein. Das gelte besonders bei energetischen Sanierungen. Es kann nicht um Sanierung um jeden Preis gehen und vor allem auch nicht um Sanierung zu jedem Zeitpunkt. Wenn das Ganze ökonomisch sinnvoll sein soll, dann muss ich mich an die bestehenden Zyklen halten. Weil jede vorgezogene Investition gigantische Rüstkosten erzeugt. Ja, also die Verbesserung der energetischen Effizienz ist meist gar nicht teuer. Nämlich dann, wenn ich ein Fenster sowieso auswechsle, die Kosten für den Fensterwechsel stehen ohnehin an, wenn ich dann nochmal 50 Euro dazu tue pro Quadratmeter für das bessere Fenster, das tut nicht weh. Das müssen wir erreichen. Regnauer Hausbau ist ein hochdekoriertes Unternehmen. Viele Preise zeugen davon. Auch heute kann Bundesbauminister Peter Ramsauer das neue Energieplus-Haus eröffnen. Das Musterhaus hat eine Wohnfläche von knapp 235 Quadratmetern und ist zweistöckig. Das Haus ist eine Massivholz-Riegelkonstruktion und produziert mehr Energie, als seine Bewohner verbrauchen werden. Sogar das Familienelektroauto könnte seinen Strom für rund 15.000 Kilometern im Jahr daheim bekommen. Die architektonische Idee ist ein Haus mit großem Lichtanfall in Passivhausbauweise. Und zwar im Baustil, leicht abgewandelt, präsentiert es sich in organischen Formen. Zu besichtigen ist das Musterhaus täglich zwischen 10 und 18 Uhr und das auch an Sonn- und Feiertagen. In Seebrugg bei der Firma Regnauer.